Meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich etwas auf dem Teller gezaubert, das seinesgleichen sucht. Denn es ist nicht nur rohköstlich, vegan, kohlenhydratfrei und glutenfrei. Nein, es ist auch noch super lecker. Einfach der Wahnsinn. Das sieht nicht nur aus wie Ravioli, das sind auch Ravioli aus Kohlrabi. Wie man so etwas Geiles zaubert und dass das am besten auch roh schmeckt, genauso, das könnt ihr nicht glauben, ich konnte es auch nicht glauben. Aber jetzt, wo ich es schon ganz oft gegessen habe, sage ich nur eins, es macht süchtig. Ihr werdet nie wieder normale Ravioli haben wollen, weil das einfach der Burner ist. Persönlicher Tipp von mir noch für die Soße, ihr könnt natürlich jede andere Soße auch machen. Ich liebe das Ganze mit Steinpilzmehl und Olivenöl. Einfach drüber träufeln, fertig. Den Rest erledigen die leckeren Ravioli von ganz alleine. So, meine Lieben, dann wollen wir mal loslegen mit den leckersten Raviolis der Welt, zumindest meiner Meinung nach. Wir brauchen dafür Kohlrabi. Das sind kleinere Kohlrabis. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die sind halt wirklich nur so groß wie meine Hand. Pro Person 2 Stück. Wenn die so klein sind, wenn die groß sind, könnt ihr auch 1,5. Dann reicht das vollkommen. Dann reichen quasi für 2 Personen 3 große Kohlrabis. Dann brauchen wir für die Füllung Cashewkerne sowie Knoblauchzehen 2 Stück. 2 große Knoblauchzehen. Salz ebenso. Als Hilfsmittel, um das Ganze zu machen, brauchen wir einmal einen V-Hobel. Ich empfehle den hier von Gefo. Den habe ich mir mal geholt. Ich finde den super. Der hat hier so eine Sperre, dann kann man das ganz normal putzen. Und dann kann man halt bis zu 5 verschiedene Feinheiten hobeln. Und in dem Fall empfiehlt sich halt die Stufe 1, damit wir richtig hauchdünne Kohlrabi-Scheiben kriegen. Eine Schüssel, wo wir die Kohlrabi-Stücke reinschnibbeln oder reingleiten lassen. Olivenöl sowie einen Pinsel, denn wir müssen hinterher die Kohlrabis bestreichen damit. Ein Mixer, der Cashew-Creme wird nämlich gemixt. Sowie natürlich ein Dörrgerät, denn ohne geht es nicht. Ich habe mir bereits die Gitter aus dem Dörrgerät geholt. Ich denke, 3 Stück sollten genügen. Wenn nicht, hole ich noch einen. Aber das sind die Sachen, die wir benötigen, um loszulegen. Dann fangen wir mal an, indem wir die Kohlrabi in Stücke hobeln. Los geht's! So, erst einmal schälen wir alles weg von dem Kohlrabi. Also die Schale, alles wird abgeschnitten. So. Das ist jetzt quasi alles für die Biotonne. So. Also alles, was komisch aussieht, weg damit. Wir brauchen auch nicht diese Schlieren. Seht ihr diese Streifen hier? Die wollen wir auch nicht drin haben. Also alles wegschneiden, was nicht lecker oder gut aussieht. So, dann legen wir los. Hier haben wir den Hobel, hier haben wir das Teil und der Großteil sollte in den Topf landen. Aber ihr seht, es geht jetzt ganz zügig mit dem dünnen Hobeln. Natürlich ist das ein bisschen Arbeit, wenn man das für 4 Kohlrabi machen muss. Aber ich sage euch eins, meine Lieben, das lohnt sich. Wenn ihr einmal diese Kohlrabi probiert habt, ja, das ist sogar vielleicht zu dünn, machen wir sogar auf 2, weil das kommt mir schon zu dünn vor. Ja, 2 ist besser. Stufe 2, meine Lieben. Das ist das, was wir wollen. Das andere ist jetzt schon fast zu dünn, aber ist egal. Kann man trotzdem lecker verwerten. So, und bitte schneidet euch nicht. Ich bin da immer ein ganz schlechtes Vorbild, weil ich mich, glaube ich, in fast jedem Video geschnitten habe bisher. Tja, schauen wir mal, ob ich es heute hinkriege, das nicht zu tun. So. Yeah, der erste ist fertig. Dann mache ich mal hier in Ruhe die anderen 3 und dann sehen wir uns direkt danach wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben. Der Kohlrabi ist in dünne Stücke geschnitten.
Jetzt geht's weiter mit der Füllung. Wir nehmen den Mixer und tun einfach alle Gerichte rein. Lieber zu viel Soße als zu wenig, denn die Soße ist so lecker, meine Lieben. Die könnt ihr auch hinterher einfach so naschen. Das ist also kein Problem. Dann brauchen wir die zwei Knoblauchzehen. Die werden einfach mit reingegeben. Salzen tue ich das Ganze immer erst zum Schluss, also wenn die aus dem Rührgerät kommen nach 8 Stunden. Ihr könnt aber auch schon Salz in die Soße mit rein tun, wie ihr das möchtet. Ich brauche das jetzt nicht, aber... Ne? Dann Wasser. Das tun wir jetzt einfach mit Wasser zudecken, also nicht komplett zudecken, sondern so, dass es sich mixen lässt. Es soll ja schon eine Creme werden und keine Soße, sondern cremig. Und dann mixe ich das mal eben. Seht ihr, wie schön das cremig ist? Es ist also nicht ganz, sondern cremig. Man kann das jetzt noch feiner mixen, aber für mich ist das schon okay. Denn man schmeckt das nachher sowieso nicht, ob das dann innen fein ist oder nicht. Es schmeckt halt. Und darauf kommt es an. Jetzt können wir loslegen, unsere Ravioli zu erstellen. Wir räumen dann alles weg, was hier nicht hingehört, um uns ganz auf die Ravioli zu konzentrieren. So, alles weg. Und nehmen das erste Blech vom Dörrgerät. Jetzt legen wir das einfach aus mit den Ravioli-Scheiben. So nah wie es geht, also verschwendet nicht so viel Platz, denn am Ende werdet ihr wissen, warum. Das ist nämlich unheimlich viel, was dabei rauskommt. Und dann ärgert man sich, wenn man das nicht alles auf das Blech gekriegt hat. Obwohl, je nachdem, wie groß euer Dörrgerät ist, habt ihr da ja mehr als genug Platz. Also das legen wir jetzt alles aus. So. Geht's weiter. So. Und jetzt gehen wir mit dem Löffel immer etwas drauf. Das ist zu viel. Ich sag mal, das ist so diese Menge. Genau. Ungefähr, wenn ich das jetzt so eine Haselnuss, nee, etwas mehr als eine Haselnuss. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, welche Menge das genau ist, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es ist halt schon ordentlich, aber nicht zu ordentlich. Das ist zu ordentlich, aber das macht nichts, weil das ist so lecker, diese Soße. Also, ihr werdet es nicht bereuen. Diese Arbeit, auch wenn sie noch so viel ist, wird sich am Ende sowas von auszahlen. Es gibt noch keinen, der diese leckeren Ravioli probiert hat und gesagt hat, die schmecken nicht. Und ich rede hier nicht nur von Veganern, sondern auch von anderen. Wie zum Beispiel meiner Mutter, die alles isst und sehr speziell ist im Geschmack. Also wenn es zu gesund schmeckt, dann isst sie das nicht. Es darf also nicht gesund schmecken. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Partner zu Hause oder so ein Kind oder ja, und denkt euch, was kann ich dem denn geben, dass es für mich auch schmeckt und dem auch. Da sage ich euch, diese Ravioli, die werden wirklich jedem Munde. Also ich habe es noch nicht anders kennengelernt. Wenn euch da was anderes begegnet, könnt ihr mir gerne mitteilen. So, und jetzt geht es ganz einfach weiter. Wir decken das Ganze zu. Ein bisschen andrücken, aber nicht zu fest. Wirklich nur ganz leicht. Das ist ganz wichtig. Denn wir tun ja auch noch mit dem Pinsel drüber streichen. Und wir wollen ja nicht, dass das Innere an den Seiten rausquetscht. So. Tak, tak, tak. Da, zack. Überall was Leckeres drauf. Na, da haben wir ein paar schöne. Zack. Und hier noch einen großen und hier einen kleinen. So, jetzt kommen wir zum Olivenöl. Schön bepinseln, ruhig großzügig. Und wie gesagt, nicht drauf pressen, sonst quillt alles an den Seiten raus. Einfach schön drüber streichen. Es muss schön ölig sein oben, damit es richtig knackig wird. Ihr werdet den Kohlrabi nach den 8 Stunden nicht mehr rausschmecken. Es schmeckt wirklich wie im Nudelteig. Ihr habt da keinen Kohlrabi mehr. So. Das war's, meine Lieben. Das stecke ich jetzt ins Dörrgerät.
mach noch ein zweites oder drittes Blech fertig. Ja, und dann sehen wir uns nochmal ganz kurz, wenn ich das dann raushole. Bis gleich, meine Lieben. Die Zeit ist um. Unsere Kohlrabi-Ravioli sind fertig. Und hier zeige ich euch mal einen. Der besteht eigentlich aus zwei. Na? Und ihr seht, das ist jetzt ganz knackig, die Schale. Richtig knackig. Kann ich es so abbrechen oder zusammenkneten. Es ist wie so ein Teich. Wie ein richtig leckerer, knackiger Nudelteich. Mit einer saftigen Cremefüllung. Einfach nur göttlich. Ich freue mich jetzt sehr darauf. Ich habe hier fast 3 Bleche zusammenbekommen. Aber die gehen auch so flugs weg in den Mund. Da freue ich mich. Ich wollte euch noch einen Tipp geben, was ich als Soße nehme. Ich tue da drüber Steinpilzmehl mit Olivenöl verrühren, ein bisschen Salz und dann einfach drüber gießen. Ihr könnt das auch mit Trüffelöl machen. Auch das schmeckt einfach nur Bombe. Buon Appetito, meine Lieben! If you listen to your inner voice, you don't have a choice.